Ach, ich bin ja auch so ein Dulli. Ich hätte jetzt auch. Also, ich meine, dass der Kegel sich dreht und wir uns da. Oh, hoppala. Dass der Kegel sich dreht, während er sich umschaut und wir ja dann das Messer werfen können, ist das eine. Aber ich habe ganz oder gar nicht mehr dran gedacht, dass wir auch eine Münze haben, die wir hier nutzen können. Jetzt oder Ich gehe nochmal schnell nie. zurück, weil ich sehe nämlich gerade. Ich weiß nämlich nicht, wie wir hier fliehen müssen. Nicht, dass die uns dann hier nochmal aufhalten wollen später. Das heißt, ich würde hier gern mal. Überall, wo es noch geht, hier ein bisschen die Leute wegräumen, falls wir hier wirklich durch müssen. Wahrscheinlich müssen wir dann später hier oben durch oder so. Ist er durch den Klingeln gekommen? Ja, dann hätten wir ihn gesehen. Weil dann holen wir uns die zwei einfach mal noch, man weiß ja nie. Oh, der könnte das nicht hören, theoretisch. Schauen wir mal. Gehen wir. Es muss weiter. Okay. Der hört das auch nicht, das ist gut. Die stehen zwei auseinander. Geht's gut. Fällt er nach vorne und ist gleich verschwunden? Ah, nicht ganz. Ach nee, doch, er ist verschwunden. Wunderbar. Unterwegs. Er sollte nicht mehr da liegen, nein. Ich mach das schon. Ich krieg das hin. So, was machen wir hier? Na gut, hier bleibt eigentlich nur der Münz. Nee, warte mal. Hier bleibt nur der Münzwurf, wollte ich sagen. Er hat den Typen gesehen, bevor das passierte. Unterwegs. Macht jetzt keinen großen Unterschied mehr. Aber der Poncho ist ja auch noch da. Ach nee, warte mal, das macht gar nichts. Ich sehe gerade, der ist hier, hat hier einen schraffierten Sichtbereich. Das jetzt. Heißt. Scheiße, sie haben eine Leiche gefunden. Ja, aber das ist ja nicht unser Vater. Ich habe noch nicht verstanden, woher die Leichen kommen. Sind das andere Kopfgeldjäger die Tage vorher gewesen oder sind das Angeschossene von Franks Bande? Ja, schauen wir mal, wir machen das jetzt nämlich so. Und so. Sind wir zumindest schon mal hier reingekommen? Was für eine verdammte Sauerei. Ich muss nach da oben. Den könnte ich sogar abwerfen, wenn ich bis zum nächsten Dings. Da kommen wir hier über die Reichweite nicht hoch genug sein. Den Poncho können wir abwerfen. Der Schütze da müsste weg. Die schauen noch alle brav in andere Richtungen. Oh, außer der da, den müssen wir uns vorher auch noch holen. Eine Schande. Wobei, ich kann ja auch. Gut, dass ich die dabei habe. 15 Schritt. Klar. Bin unterwegs. Das so machen. Da muss ich mich gar nicht näher ranschleichen mit einem Münzwurf, sondern den gehen einfach ab. Aber den nächsten versteckt. Cooper macht sich. Macht jetzt keinen großen Unterschied mehr. Unterwegs, okay. Ein paar Muster drin sein. Durch das Tor komme ich auf keinen Fall. Ich muss einen anderen Weg finden. Da liegt ja noch einer, den habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. So, wir müssen irgendwie da durchkommen und der oben muss zuerst weg. Okay, das heißt so. Ich kümmere mich drum. Und so. Klar. Ach, da ist auch noch einer, okay. Aber das kriegen wir hin. Aber wie mache ich das mit dem da hinten, ist die Frage. Weil ich könnte jetzt für sie eine Münze werfen. Aber ich kann so weit auch nicht springen. Ich müsste da eine Münze werfen. Falscher Penny. Kommt sofort. Aber dann. Moment, er sieht auch die Dame, die da sitzt. Und er schaut die ganze Zeit nach da unten. Das soll mir recht sein. Aber ich würde gerne versuchen, hier noch alle wegzuräumen. Da werden alle gesehen. Wenn ich. Ja, ob das reichen würde, wir probieren es mal. Ich möchte mal was testen. Und zwar, kann ich von hier das Messer werfen? Theoretisch ja. Okay, das heißt, du schaust dahin. Du wirfst dahin. Klare Sache. Und ich musste nicht mal schummeln und seine Animation unterbrechen, wenn er von uns geht. Von da oben kann ich das Messer aber nicht werfen, oder? Das wird zu weit sein. Schauen wir mal. Ah, dachte ich mir fast. Dann gehen wir hier mal wieder zurück. Ah, ne, warte mal. Wir gehen nicht zurück. Erstmal muss der da noch weg, weil der wird jetzt nicht mehr beobachtet. Das heißt, wir gehen hier wieder hin. Jetzt oder nie. Springen hier runter, springen darüber.
Jetzt oder nie. Klar. Unterwegs. Ganz schön schwer. Ich kümmere mich drum. Legen den da hin. Okay. Augen aufs Ziel. Lassen Sie mit der Wand in den Kopf verschwinden. Ne, vielleicht auch andersrum. Mit dem Kopf in der Wand. Und da haben wir noch ein Gebüsch zum Verstecken. Sehr schön. Dann haben wir den Weg effektiv freigeräumt, würde ich sagen. Ja, da runter schmeißen möchte ich sie jetzt. Da können wir sie wahrscheinlich nicht verschwinden lassen. Machen wir es so. So, nicht, dass es unseren Vater erwischt hat, weil er kein Messer dabei hat, aber sonst zum Üben gegeben hat. Das wäre schon sehr überheblich von ihm und sehr ironisch dann auch. Ja, aber egal, wir gucken jetzt mal, was da passiert. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Klare Sache. Ich komme, Pa. Das ist deine letzte Chance. Ich bin allein gekommen. Bullshit. Elliot. Du hast meinen Freund umgebracht. Das kannst du ihn von mir grüßen, bitte. Julie. Lass ihn in Ruhe! So, so. Und wer zum Teufel bist du? Ich bin John Cooper und ich werde euch umbringen. Ist das so? Und wie willst du das anstellen? Halt ihn da raus. Weißt du, zu meiner Zeit war das Erste, was ein Vater seinem Sohn beibrachte, wie man mit einem Colt umgeht. Du Schwein. Nur einen Schuss, Junge. Mehr braucht es nicht. Komm schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Ich weiß, Johnny. Drei. Zum Teufel sind die anderen. Oh, also gut. Eins nach dem anderen. Guten Morgen, Hector. Das war eine höllescheiße Nacht. Genau genommen kann ich mich nicht einmal daran erinnern, wie ich hergekommen bin. Oder wie wir uns kennengelernt haben. Du erinnerst dich an gar nichts, was? Ich bin Rosie, die Frau des Sheriffs. Ich muss jetzt wirklich los nach meinen Freunden sehen. Bianca? Was ist denn los, Schätzchen? Hast du in der Hitze des Gefechts etwas verloren? Darf ich mir den hier wohl mal ausleihen? Aber nur, wenn du versprichst, ihn zurückzubringen. Okay, Hector. Du schaffst das. Hören Sie, es tut mir leid, aber wissen Sie, ich muss wirklich... Bis dann, Hector. Bis dann.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, dass die gerade an dieser einen Stelle gerade eben rausgeschnitten haben, das ist ja absolut frech. In dem Moment, wo der junge Kuba abdrückt, was soll denn das? Ich dachte, wir lösen das jetzt. Jetzt habe ich hier einen Rechen. Ich habe hier Rosie, kann ich eigentlich... Jetzt kommt das. Das schaffe ich noch. Ich könnte es jetzt... Es wäre jetzt schon ein bisschen gemein, oder? Aber nachdem die mir hier auf den Hintern gehauen hat und ich wollte das eigentlich gar nicht. Was ist denn das jetzt alles? Ich denke, wir sollen die anderen suchen. Freundlich. Zivilist. Wo sind wir denn jetzt? Da ist der Doktor. Also ich habe das Gefühl, unser Hector träumt, weil er zu viel gesoffen hat. Kann das sein? Kann ich eigentlich jetzt wirklich... Hoppla. Entschuldigung, Ma'am. Das hält schon. Ja, tut mir sehr leid. Aber wieso liegt da Geld? Diese Frau ist eine wandelnde Bank. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das geht, aber das machen wir jetzt einfach mal so. Wir nehmen das da mal mit. Klar. Ach, warum nicht? Ah, um Leute abzulenken. Wir haben ja keine Flinte dabei. Jetzt haben wir... Kein Problem. Wir haben einen mächtigen Rechen dabei. Nicht Bianca. Nicht Bianca, auch schön. Platziere nicht Bianca. Hake, der erste Feind, der auf sie tritt, wird ausgenockt. Du musst sie doch anschließend wieder aufsammeln. Warte mal, ich kann ja Leute auch bloß ausnocken und fesseln sich gerade. Mein Kopf dröhnt wie eine Kirchenglocke. Matsch. Matsch bedeutet Fußspuren. Und ich habe große Füße. In nassem Schlamm und in Sand hinterlässt du Fußspuren. Wachen können diesen Spuren folgen, sei also vorsichtig. Damit könnten wir direkt schon eine Falle auslegen. Dieser Typ, sucht er mich? Weißt du, was wir jetzt hier machen? Vielleicht. Okay. Du bist nicht Bianca, aber... Du bist nicht Bianca und ich bin zu langsam. Jetzt sind wir nochmal da oben. Okay, machen wir das nochmal. Bin unterwegs. Mein Kopf dröhnt wie eine Kirche. Das hatten wir ja gerade. Matsch. Matsch bedeutet Fußspuren. Und ach, warte mal, da oben liegt einer. Ich habe große Füße. Da liegen ja wirklich zwei Stück. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, was soll ich sagen? Ich habe natürlich hier mal für reingesammelt, aber ich komme jetzt trotzdem mit Hector anscheinend auf meine Kosten, wenn auch ohne Axt, ohne Bianca und ohne Schurflinde. Sucht er mich? Du bist aber nicht Bianca. Okay. Du bist nicht Bianca. Aber was kannst du? Ich schaff das. Ist das? Solche Spuren habe ich noch nie gesehen. Wieso läuft er denn jetzt dran vorbei? Hey, was habe ich dir denn getan? Und da gab es den zweiten Erfolg, den ich jetzt so eigentlich gar nicht geplant hatte zu holen. Sorge dafür, dass jemand dich 25 Meter verfolgt. Das haben wir hiermit getan. Aber wo ist unsere ganze Ausrüstung? Nimm mal hier den krassen Rechen mit. Vielen Dank. So, aber wo werfe ich dich jetzt hin? Habe ich irgendwas, um Leute zu verstecken? Kein Problem. Bringen wir den mal schnell da hoch. Also ihn könnte ich irgendwie ausnocken wahrscheinlich. Kein Problem. Die beiden könnte ich mit so einem Rechenschwinger niedermachen. Der schaut in die falsche Richtung. Das wäre natürlich auch was mit Bianca, einfach Leute auszunocken. Scheiße, das ist übel. Ich such besser die anderen. Da fehlt aber immer noch einer, nämlich wo ist unser Doc? Bin unterwegs. Hier ist niemand. Nee, hier ist niemand. Sheriff geht und ihm das erzählen? Hier ist niemand, ganz bestimmt. Wie komme ich nur jetzt an dich ran, ist die Frage. Wir suchen weiter, bis wir jemanden gefunden haben. Ah, ich glaube, ich weiß, wohin das hier auch Matsch ist vor mir. Lege ich da mal eine Falle hin. Fertig, Moment. Hier wurden wir getrennt. Ah ja. Kein Problem. Wer hat denn hier Fußspuren hinterlassen? Ich
Heldin, da raus! Warum sollten die das überhaupt? Nicht schlecht. Dich kann man behalten. Ich hab den Eindruck, wir übersehen irgendwas. Hör auf! Mach dir darum keine Sorgen! Wir finden sie! So, die euch fesseln, dann verschwindet auch automatisch in dem Gebüsch. Wie war das nochmal? Achso, das war platzieren. Ich habe gedacht, man kann damit richtig so umeinander hauen. Aber okay, dann muss ich die erstmal in Ruhe lassen. Habe ich das nur falsch gelesen, aber vielleicht benutze ich meine Hake auch, die ich habe, falsch zu Hause. Das kann natürlich auch sein. Gehen wir mal hier hoch. Na, hey, amigo. Fühlt sich an, als hätte mich ein Pferd getreten. Was bist du, Mohikaner? Geh und rasier dir den Arsch, Hawkins. Zumindest wacht er langsam wieder auf, also schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Was ist los? Ja, gute Frage. Und Kuba haben wir gefunden. Ja, und Kate, da hinten auch. Wie die dahin gekommen sind, das frage ich mich allerdings wirklich auch. So, jetzt sind wir wieder unten. Nur Faustschlag und Münzwurf, okay. Wir suchen weiter, bis da kann unser Cooper jetzt ja noch weniger als in der Vergangenheit. Das ein bisschen schwindelig. Kommt nur her. Okay. Okay. Ich sollte nicht durchs Wasser gehen, das macht Geräusche, aber nicht durch den Matsch. Ja. Ja, ich möchte schon speichern. Ganz langsam. Silberschlaf gebraucht. Das hält schon. Okay. Yep. Gleich mal fesseln. Hier rüber. Hector, du räumst mal auf. Wirfst da rüber. Und dann wecken wir mal die Dame auf. Kate. Aufwachen. Oh Gott. Mein Kopf platzt gleich. Wo ist Doc? Wir müssen reden, Partner. Okay. Sekunde. In dem Zusammenhang möchte ich anmerken, ja, Finger weg vom Alkohol. Es bietet sich gerade aus offensichtlichen Gründen an, diese Hinweise hier mal in die Runde zu schmeißen. Genau, und jetzt, ja, wir müssen reden. Ach ja. Okay, dann schauen wir mal. Los, nicht umkippen. Was zum Teufel ist passiert? Wo ist Doc? Oh. Ich erinnere mich nur noch daran, wie wir im Salon getrunken haben. Diese Pferdepisse hätte uns nicht umgehauen. Tja, was immer auch hier passiert ist, wir haben bei den Einwohnern hier einen tollen Eindruck hinterlassen. Scheint's nicht so, als ob wir irgendwas wirklich Wichtiges übersehen haben? Ach, das Boot. Er sagte, dass es am nächsten Morgen ablegt. Hat er das? Der nette Mann wartet noch immer auf uns. Wie auch immer, beeilen wir uns. Wir haben hier nichts mehr verloren. Ich könnte auch eine Verkleidung gebrauchen, wo wir schon mal dabei sind. Wir sollten Doc finden und von hier verschwinden. Schon gut. Wir suchen Doc, gehen an Bord und vergessen, dass das hier jemals passiert ist. Das klingt nach einem Plan, aber gibt es hier vielleicht irgendwie auch mal die Möglichkeit, sich irgendwie seine Items wieder zu suchen? Sicher, also sicher. Die Waffen, die fehlen, das Messer, das fehlt, Bianca und die Axt und die Flinte. Ja, ich bin hier. Gut, bei ihr, genau, fehlt auch der Revolver. Ja, wo ist der Doc? Er muss doch irgendwo sein, oder? Du musst ihn finden, hör dich um. Naja, nicht umhören, aber du weißt schon, find ihn einfach, okay? Ja. Ich habe auch gerade was gesehen, wo die Kamera durchgeschwenkt ist. Sehr schön hier oben. Wer auch immer den da oben hingestellt hat, ist schon wieder herrlich. Okay, hier kann man sie. Aha. Interessant. Jemand mit einem besonderen Namen. Zwei Longcoats, okay. Den man wahrscheinlich nur ausweichen kann. Weil Hector kann ja die jetzt. Obwohl, kann Hector die vielleicht ausnocken? Ich weiß es nicht. Aber erstmal müssen wir auch den Doc finden. Und auch mit den Leuten reden. Okay, das heißt. Wir müssen uns einmal da durchprügeln und hier nehmen wir am besten gleich eine Verkleidung mit. Aber ich muss doch hier irgendwo meine Waffen oder irgendwas haben. Das gibt's doch gar nicht. Oh, halt. Keine Sorge. So rum. Ich bin unterwegs. Kein Problem. Kann ich mit denen da holen, ohne dass der gesehen wird? Natürlich nicht.